Mahlzeit, Leute. Einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Heute das Motorlager-Spezialvideo. Hab ja schon mal alles zusammengesucht, was ich habe. Es geht heute um das Motorlager auf der rechten Seite in Fahrtrichtung. Hier ist es ja sowieso angebracht, das Motorlager vom Passat 35i zu benutzen. Soweit ich weiß und informiert bin, weil dieses angeblich 1 cm kürzer ist als das vom Golf 3 VR6. Wie man hier sieht, habe ich zwei liegen. Das ist kürzer. Also müsste das vom Passat sein und das vom Golf 3. Also die, hier ist nichts abgeschnitten oder so. Die sind original unterschiedlich. Da ich mein Motorlager auf der Getriebeseite ja schon 1 cm gekürzt habe, müsste ich jetzt das Motorlager von der rechten Seite eigentlich 2 cm kürzen, um theoretisch wieder auf ein gutes Maß zu kommen. Das Problem ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob das alles so funktioniert. Das sehe ich dann erst, wenn der Motor drin ist, ich die Antriebswelle reinmache und sowas, ob da überall Platz ist. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal das Motorlager so bauen. Deswegen werde ich auch das lange nehmen und 2 cm kürzen, dass ich das, was 1 cm kürzer ist, noch übrig habe, damit ich das dann bloß umschrauben oder umstecken brauche, falls es nicht funktioniert. Ja, und aus dem Rest wird dann das Motorlager für vorne gebaut, was vorne in der Mitte ist. Und da kommt dann auch die PU-Lagerung rein. Das sind jetzt die verschiedenen Längen, die ich habe. Ich habe das jetzt hier mal versucht deutlich zu machen. Also dieses und dieses müssten theoretisch Original VR6 Lager sein. Also die Stangen. Das ist gekürzt. Das war vom Jetta, von dem ersten Motor. Das müsste das vom Passat sein. Also das war bestimmt mal ein langes, was ich 1 cm gekürzt habe. Dadurch bin ich auf die Länge vom Passat gekommen. Und hier ist eins, das ist noch ein Stück kürzer.
Es kann aber sein, dass ich das vorne verbaut hatte oder da nur irgendwas probiert habe. Das Coole ist, das sollte jetzt das Maß sein, was ich brauche. Weil dieses ist ja 2 cm kürzer als dieses. Also ungefähr. Ich habe es jetzt nicht gemessen. Man könnte es ja mal messen. Grob. Vielleicht ist es sogar mehr. Ja, es sind grob 2 cm. Das sind ja keine Ahnung, 7 mm oder so, aber es liegt halt auch alles schief. Also man müsste es jetzt genau messen. Aber kann man ja eigentlich auch. Also das ist ca. 9,5. Das liegt bei 10,3. Das liegt bei 11,5. Also ist das jetzt schon 2 cm kürzer. Das heißt, ich brauche nicht flexen. Ich nehme das. Das Gute ist, das Gewinde hier drinnen geht echt sehr tief rein. Also vielleicht bekommt man sogar die komplette originale Schraube da rein. Wenn nicht, müsste man die halt auch einfach kürzen. Und hier ist Schluss. Also hier ist Schluss. Also muss ich jetzt die Schraube auch noch kürzen. Jetzt macht er die Säge an, Alter. Ich gehe feste. Also alle Komponenten, die wir brauchen, haben wir hier liegen. Ich würde sagen, ich fange mal an, alles zusammenzustecken. Wie bei dem anderen Lager möchte ich das natürlich dann hier wieder ordentlich auf Press haben. Das wird auch echt ein sehr kurzes Motorlager. Das kürzeste, was ich bis jetzt hatte, würde ich sagen. Denn ich muss ja jetzt die Schraube, die noch nicht mal hier rausguckt, da reinbekommen. Also die Originale ist definitiv länger. Was ist denn hier? Ich muss das jetzt natürlich irgendwie zusammendrücken, um die Schraube hier reinzubekommen. Aber sie ist angefehlt. Ich hoffe, das reicht. Einfach mal ab. Scheiße, hier abkommt. Sieht ganz gut aus. Die Ausrichtung.
Die Ausrichtung ist wichtig, die darf ich diesmal nicht vergessen. Jetzt noch festschrauben. So, hier ist Anschlag. Das war's schon. Es ist zusammen. Jetzt ist hier natürlich richtig Druck drauf auf dem Gummi. Und auf dem Gummi hier drinnen ist auch richtig Druck drauf. Also es ist kürzer und theoretisch härter oder auf jeden Fall nicht mehr so flexibel wie vorher. Was habe ich jetzt hier? 7,8 oder so zu 9,5, fast 2 cm kürzer. Ich denke, das passt so. Wie gesagt, es ist ja nur ein Versuch. Ob es dann wirklich passt vom Maß her, sehe ich ja erst, wenn ich den Motor einbaue. So, das Motorlager für vorne soll dann relativ lang werden. Deswegen nehme ich hier definitiv das Teil mit der längsten Stange. Den Gummi, der ist noch neu, den habe ich schon nie benutzt. Dadurch ist er natürlich auch noch 5 mm länger, weil er nicht so oft zusammengequetscht wurde. Dann das PU-Stück, was ich mir extra geholt habe. Und man sieht jetzt schon, dass ich hier auch ein bisschen Vorspannung auf jeden Fall reinbekomme. Natürlich kann ich das jetzt nicht zusammenbauen, weil das Motorlager für vorne natürlich in diese Traverse reinkommt, die noch im Passat steckt, und ich das dann einbaue, ja, wenn der Motor drin ist. Oder ich baue es vorher in die Traverse ein und dann mit dem Motor ein, wie auch immer. Also kommen wir zu dem Lager vorne später. Auf jeden Fall möchte ich, dass das relativ lang wird, damit der Motor weiter nach hinten kippt. Damit ich vorne mehr Platz habe, um Sachen zu verbauen. Oder um die Sachen so zu verbauen, dass es nicht immer so extrem knapp wird. Der Motor ist dann theoretisch ja auch tiefer, also geht der Schwerpunkt ein bisschen runter. Der Motor wird weiter nach hinten gekippt, das heißt, das Gewicht geht auch mehr zur Achse. Also könnte vielleicht sein, dass es sich sogar auf die Fahreigenschaften auswirkt, aber das ist nur eine Vermutung, weil es ja jetzt hier nur ein paar Zentimeter sind. Keine Ahnung, auf jeden Fall werde ich mein Möglichstes tun, den Motor so weit hinterzukriegen und so weit runterzukriegen, wie es nur geht. So, jetzt zu dem Lager. Das Lager müsst ihr auf jeden Fall so einbauen, dass die Nasen hier vorne sind. Ich habe jetzt hier die Aufnahme. Der Motor wird dann hier festgehalten. Und hier unten ist halt diese Führung, wo das dann rein muss, also wo die Nasen rein müssen. Deswegen müssen die Nasen relativ genau nach vorne zeigen. Das ist natürlich noch ein bisschen Spiel, also ihr habt rechts, links 2 mm Spiel oder so. Es muss jetzt nicht zu 100% sein, aber schon sinnvoll, wenn die Nasen dann auch hier in der Führung sitzen, so wie es sein soll. Ja, das war es eigentlich jetzt zu den Motorlagern. Es könnte sogar sein, dass das immer noch ein bisschen zu lang ist. Das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt beim Jetta gerade geguckt. Der Motor sitzt immer noch übertrieben so schief. Und ich habe jetzt hier schon einen Zentimeter weggenommen. Hier sowieso eigentlich einen Zentimeter. Also müssten es dann 2 werden, damit er wieder genauso schief sitzt wie vorher, bloß tiefer. Also kann es sein, dass ich hier sogar noch einen Zentimeter weniger brauche, wenn das möglich ist. Das sehe ich aber dann halt, wenn es soweit ist. Und wie gesagt, vorne halt
die Originallänge oder vielleicht verlängere ich das sogar, dass ich einfach mehr Platz hier vorne beim Kühler und bei dem ganzen Scheiß bekomme, dass das einfach besser reinpasst. Ich habe jetzt die Schrauben alle an der Achse mit 125 Newtonmeter angezogen. Das ist eine 10.9er Schraube. Ich haue euch die Liste, die ich gefunden habe, noch mit ins Video. Da habt ihr erstmal ein paar Richtwerte, wo ihr gucken könnt. Das sind 10.9er. Die habe ich mit 27 Newtonmeter angezogen, glaube ich. Mal gucken hier. M8. Quatsch. 36 Newtonmeter. 36 Newtonmeter. Die waren, glaube ich, 27. Das sind normale. Aber genau, das wären eigentlich 25. Wie gesagt, da müsst ihr selbst schauen. Dafür übernehme ich keine Garantie, mit wie viel Newtonmeter ihr die Schrauben festdreht. Ich glaube, von VW bekommt die 120. Es ist jetzt auch nicht so extrem wichtig wegen 2 Newtonmetern. 8.8, die habe ich angezogen mit 27. Die kriegen eigentlich 25. Ist eine M8. Aber wie gesagt, könnt ihr auf der Liste selber gucken, könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr euch danach richtet oder nicht. Viel verkehrt machen kann man dabei nicht. Wenn es jetzt mal 2-3 Newtonmeter mehr sind, ist es auch nicht schlimm. Wenn es 2-3 weniger sind, ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm. Aber ich mache lieber mal 2 Newtonmeter mehr, weil ich ja auch nicht weiß, ob mein Newtonmeter-Schlüssel geeicht ist. Also so geeicht ist, dass der wirklich genau geht. Und wenn ihr jetzt 120, 130 Newtonmeter anzieht und der geht um 2 Newtonmeter falsch, dann habt ihr halt maximal 4 zu viel. Naja, mein Gott, das wird die Schraube schon aushalten. Ne? Früher haben wir den Scheiß einfach so festgeschraubt und es hat auch gehalten. Es ist nichts abgefallen. Zumindest meistens nicht. Falls es noch Leute gibt, die es nicht wissen, diese beiden Schrauben werden erst festgezogen, wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht. Also wenn der Querlenker in seiner Position ist, werden diese beiden Schrauben erst festgeschraubt. Jetzt fragt mich bitte nicht, warum ich meine festgeschraubt habe. Ich habe sie festgeschraubt. Natürlich schraube ich die dann nochmal locker. Ja, an dieser Stelle war es das für heute auch. Die Radlagergehäuse habe ich weggebracht. Da kommen die neuen Achsschenkel, verdammte Scheiße. Die Achsschenkel habe ich weggebracht, da kommen neue Radlager rein. Die kriege ich, glaube ich, am Dienstag wieder. Also in 3 Tagen. Ja, und dann geht's dort weiter. Also in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir sehen uns. Viel Spaß. Peace. Jetzt hätte ich fast den Yunus vergessen. Also liebe Grüße an den Kfz-Fuzzi. Das war eins von den Motorlagern, die du mir geschickt hast. Jetzt weißt du ja, was ich testen wollte.